Also gut, Freunde, heute machen wir das neue schwierige Event, aber wir wissen, das Event eigentlich zwar ein Challenge-Event, aber eher einfach. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Deswegen mache ich alle 4 Saves auf einen Schlag in einem Video. Und zwar, man muss sie von der Mission nur schaffen. Finde ich ein bisschen schade. Letztes Jahr, das Event war geiler. Das mit Saiyans gegen Freezer Clan. Da gab es nochmal spezielle Missionen. Das Event fand ich geil, wirklich. Egal, jedenfalls, das ist jetzt quasi ein Challenge-Event so für Anfänger als auch Durchschnittsspieler. Sagen wir es einfach mal so. Dadurch, dass ich den neuen Goku gezogen habe, wollte ich einfach mit ihm mal ein Team testen. Earthbed Fighters Team, Powerful Comeback Team. Ich begrüße euch, wie gesagt, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach rein. Das Team sieht aber geil aus, finde ich. Also, wir haben einfach Orange Piccolo-Rotation, können wir ballern. Wir machen es einmal am Tag, weil wir da öfters reingehen. Orange Piccolo Rotation kann ich ballern, gefällt mir sehr. Ihr wisst ja, ich bin Orange Piccolo Fan. Fan auf Global habe ich ihn auch auf 100% gebracht. Da ist auch schon Big Daddy. Ja. Geil. Ja, hallo. Achso, Kai Goku auch da. Und also ich finde das Team cool tatsächlich. So, gerade bei so einem Event bietet es sich natürlich an, dass man das auch spielen kann. Kai Goku ist drin, guck mal. Die GT-Boys sind drin. Ich kann tatsächlich die GT-Boys mit dem Base vom Goku in der Rotation halten. Der Base vom Goku, beide sind in der anderen Rotation. Gut, dann können wir den einfach eigentlich rausrotieren und Orange P kann eigentlich seinen Job machen. Und dann sollten wir da eigentlich schon gut zurechtkommen tatsächlich. Ja Leute, ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr das Event fandet. Ich denke, die meisten von euch hatten keine Probleme damit. Fragezeichen. Falls ihr Probleme habt, lasst mich wissen. Falls ihr Probleme habt, ist die Antwort... Geht mit eurem stärksten Team rein und mit Items sollte das auf jeden Fall machbar sein. Man muss es nämlich einfach nur schaffen, Stage 1 bis 4. Deswegen, also ich denke jetzt, ja ist leicht, ne? Ja, fühle ich. Aber diejenigen, die neu angefangen haben, klar, für euch ist es natürlich nicht leicht, aber diejenigen, die neu angefangen haben, ist der Fokus natürlich erstmal ein anderer. Quest-Modi, ein Team zu bauen, so ein solides Team zu haben, dann Dokken-Event-Medaillen zu farmen, Dokken-Events zu machen und die zu awaken und dann könnt ihr euch eben nach und nach, an diese Stages trauen, tatsächlich. Genau. Und ich denke, Durchschnittsspieler kommen da auch mit zurecht. Also vor... Oh! Ihr wisst, ich feiere die Karte. Ich habe ihn leider nicht gezogen damals. Mit 2000 plus Stones. Ihn oder Piccolo Junior. Jetzt habe ich ihn. Deswegen nehme ich das an, sonst nicht. Ich feiere die Karte. Deswegen spiele ich mal meinen... Ah, der Friend... Warte mal, ich habe den gerade frisch gezogen. Der Friend ist auch 55%, okay, meiner auch. Das heißt, er ist Link Level 1, also können wir mal gucken, was so Link Level 1 drauf hat. Kurz gesagt, Tank, ne? Also stand überall, wo er Angriffe bekommt. Nicht er muss reviven, sondern auch wenn zum Beispiel die GT-Boys reviven, habe ich seine komplette Passive und dann ist halt eine Maschine. Ja, jetzt denkt ihr euch hier, 2,9 Millionen, was für eine beste Unit. Vom Damage her, ja, da habt ihr natürlich äußerst recht, weil 2,9 Millionen ist da 3,2? Das ist krass. Also, das ist was. Cooler macht nur 100.000 auf dem Radar und der kommt mit 3, das ist nicht viel, ich weiß, aber seine Tilti ist nicht Damage. Aber, ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein Fan von dem Goku. Jetzt habe ich ihn da gezogen, jetzt kann ich ihn testen. Also, ja, also erste Runde ist bei dem wichtig, da hat er nämlich seinen Guard Perma, also direkt. Ja, später macht er mehr Damage auf jeden Fall. Ich finde ihn gut, ich finde ihn wirklich overall einen guten Charakter, den Goku, deswegen. Das war ich, sage nur kurz ein Joke. Aber... Ja, also... Er spielt sich auch sehr gut eben mit einem anderen Charakter, der sich einfach reviven kann. Und in dem Fall ist es in meinem Team eben... Die GT-Boys zum Beispiel. Und wenn ich da seine Full Passive habe, nehme ich. Ja, dieser Skill Earthbred Fighters würde ich echt nicht unterschätzen. Also ich finde zum Beispiel, jedes Team, das Orange Piccolo hat, ist auf jeden Fall ein starkes Team. So, deswegen kann man dagegen nichts sagen, definitiv. Okay. Das ist der Level 1 gegen Trunks. Schön. Ich mache dann noch natürlich auch noch die Goku Black. Redstone Stage, darauf bin ich auch drauf gespannt, auf jeden Fall, wie das so sein wird. wir gehen einfach, wie gesagt, alle 4 Stages in ein Video von der Mission, dann müsst ihr das einfach nur schaffen, richtig? Ja. Auf Stage 2 kämpfen, oh, jetzt haben wir 100% Friends, kämpfen gegen
Goku Black. Okay. Mal gucken, Ansturm von Goku Black. Oh, mal, komm. Richtig schöne Orbs, Orange Piccolo. Richtig schöne Orbs. Können wir die jetzt hier bei uns rausballern, so. Genau. Und das Krasse ist ja, also Earthbed Fighters dürft nicht unterschätzen, ich habe den Charakter halt nicht, deswegen seht ihr ihn oder sie nicht. Welchen Charakter meine ich? Es gibt einen Charakter im Earthbed Fighters Team, also sagen wir jetzt in dem Team von Goku, wenn man ihn oder sie hat, Stammplatz. Welcher Charakter? Leute, Dogan Quiz live. 5, 4, Bulma, ja, perfekt, richtig, sehr gut, Leute. Wer hat da 80k bekommen mit Guard? Ja, Bulma, krass, gibt euch, könnt einfach Bulma reinballern. Richtig gut, gefällt mir. Hoffe, ich ziehe noch Zamasu, dass ich dann ein Orange Piccolo und Piccolo Junior Team machen kann mit ihm. Ja, kann man tatsächlich machen. Piccolo Junior ist ja ein Worldwide Chaos Sword, der ist ja richtig. Und, und Orange Piccolo sind Fused Fighters, das kann man auf jeden Fall machen, stimmt. Wo man Ella Bulma kriegt, Ella Bulma ist ein gelber Coin Ella, das heißt Ella Bulma ist in jedem Ella Banner nicht featured enthalten. Es sei denn, sie ist featured, logischerweise. Also es könnte sein, man weiß nicht, es könnte sein, dass Ella Bulma in den Part 2 Carnival Bannern featured sein könnte, wie gesagt. Wenn nicht, ist sie nicht featured drin. Genau. Ne, Red Zone Rose habe ich noch nicht gespielt. Das machen wir dann danach. Genau. Ja, wie kann das sein, dass ich bei Zeit durchlaufen immer noch GS bekommen? Ist halt Glückssache. Ist halt Glückssache. Warte mal, was hat Goku für ein 200% Leader? Der Kakarot? War Tournament und was war's? Battle of Fates! Battle of Fate und World Tournament, okay. Interessant. Orange Piccolo bekommt sein 200% wieder, das gefällt mir schon mal. Nice. GT Boys auch. Oh, der hat sogar eine zweite Phase, oder was? Also die kann man natürlich nicht linken, beide heißen Goku, das wisst ihr. Aber ansonsten... Lass mal schauen, was hier geht. Ja, das, ist es eine Erstrunde von dem? Ja, ich glaube, der hat jetzt permanent Guard, genau. Ja, mal 55%. Ich habe ihn auch tatsächlich Level 5 Defense gegeben und Additional Attack auf Silber. Additional Attack ist beim wichtig, dass er ihn auf Additional Attack skillt. Rest Crit kann man gehen tatsächlich. Und man muss auf jeden Fall so in der Erstrunde gucken, dass man ihn dort entscheidet, wo er viel Angriff bekommt, auch weil er dort seinen Guard hat. Safe. Hab Red Zone Event Rose schon geschafft. Mein Team war. Okay, jetzt bin ich gespannt, was sein Team war. Oh, ich hab schon gut Schaden bekommen, oder 40k mit Guard. Ausbeute meinen Summons war nicht gut. Ich habe den neuen Goku gezogen, das war's auch, oder? Aber alles andere aus 705 Stones war eigentlich nichts Sensates. Ich habe viel zu oft Trunks gezogen. Ah, und zweimal Mai, die neue Mai. Ich habe viel zu oft. Warte mal, ich guck mal, was die neue Mai drauf hat. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Von der ja, jetzt die Rotation wollte ich. Guck mal. Kann man eigentlich theoretisch auch spielen, ne? Zwei. Zwei. Was heißt theoretisch? Aber man kann es. Also in dem Setup kann man das trotzdem spielen, weil dann fungiert natürlich der Kakarot als Tank. Und die Boys kann man. Guck mal, jetzt direkt 500.000 Defense. Klar, der ist auf 100% richtig. Okay, ist noch ein anderes Ding. Aber 500.000 Defense mit einer Chance auf Guard. Kann man schon machen. Und nach Revive ist Permaguard. Und komplett Passive etc. Also ich bin vor dem Goku schon ein Fan. Also so ist nicht. Und deswegen, ich hab's am Anfang gesagt, hat es mich schon gefreut, dass ich ihn gezogen habe. Tatsächlich. Leute, seid mir nicht böse. Ich guck kurz nebenbei nach, was die Mai so drauf hat. Super Attack zielt sie, okay. Oh, nach ihrem Super Attack hat sie 20% Damage stark schon bekommen. Alter, geht da 50% drauf.
Warte mal, und dann machen wir hier nebenbei weiter. Ich dachte mir schon, dass so ein Event ist, das man nebenbei machen kann. Ja, man, das ist My Future einfach mit Soldaten. Die Karte ist schon, ich finde das Artwork schon komisch gewählt, hey. Aber gut. Also, und dann, jedes Mal, wenn die Charakter Maya ihre Zeit der Superheld gemacht hat, bekommt sie dann in der Runde 30% Damage-Schlag schon mal zusätzlich drauf und 50% Defense. Sie gibt Superclass Attack Nerf 30%, zusätzlich Attack Nerf 20% und Chance zu Kritten 10% für Charaktere, die zusätzlich in Future-Sager sind. Tut Physisch Key in Strength Key ändern, Tag Key in AGL Key und Superclass Key plus 3, wenn HP 50% oder drunter sind. Mai ist gut. Mai kann man gut rein raus sortieren. Definitiv, warum nicht? Mai gefällt mir. Den Zamasu habe ich nicht gelesen. Zamasu haben viele gesagt, er sei Müll. Der T-Zamasu, T-Time-Zamasu. T-Time, T-Time. Den lese ich mal auch mal kurz durch. Was? Der hat als Nebencharakter eine Intro-Sequenz? Ich hätte den Goku natürlich hier nach links stellen sollen. Weil der hat hier Guard, dann hätte das sich aufbauen können, aber greift drauf. Was? Mai hat auch eine Intro-Sequenz? Habe ich das überlesen? Ich habe es nicht überlesen, nein, aber ich habe es einfach nur komplett ignoriert. Nein, Mai hat doch keine Intro-Sequenz. Nein, Heavy. Er ist einfach Mai auch. Mai hat keine Intro-Sequenz. Nee, weil Mai steht keine Intro-Sequenz dran. Oder was meinst du mit auch? Ich würde mal ganz kurz die Performance von der Rotation mir angucken. Was die so draufballern jetzt. Weil so ein Leader-Skill würde ich das schon so spielen. In dem Double-Lead von dem. Ja, T-Summers hat ein Intro, genau. Sieht nice aus, okay, guck ich mir gleich an, die Intro-Sequenz. Ja, 7-6, okay. Also, wenn es einen Superclass-Gegner gibt, am Anfang der Angriffsrunde von Zamasu, dann aktiviert sie die Intro-Sequenz, Attack Nerf 50% und Dodge-Chance 20% für den Rest des Kampfes. Attack Nerf 150% hat er immer, bekommst du jetzt Attack Nerf 50% und eine Dodge-Chance von 30%, wenn er einen Super-Attack macht. Key plus 1 bis zu 4, zuletzt Attack Nerf 50% bis zu 200% at Start of each turn am Anfang jeder Runde, wenn es einen Superclass-Gegner gibt. Okay, Extreme-Class mit der Attack Nerf 30% und zuletzt Attack Nerf 20% und Chance. Crit-Chance 10% für Charaktere, die zuletzt in Future Saga sind. Future Saga Kategorie verwendete Key plus 2 für 2 Runden, nachdem er gedodged ist. Okay. 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 Ja. Ja, okay. Überwiegend gegen Super Classic-Gegner, definitiv. Aber. Wenn, dann kann man die schon nutzen. Aber ich finde das so schade, Leute. Wisst ihr, was ich schade finde? Könnt euch ganz genau vorstellen, was ich schade finde, ne? Warum die X? Guck mal, Mai ist gut. Wieso ist Zamasu nicht Mai? Mai hat einfach kaum Beschränkungen, außer HP. Wieso ist Wieso Extreme Class Charaktere, die haben es so oder so schwer. Haut sie doch ohne Beschränkungen raus. Haut sie doch raus und die sollen eskalieren. So, das ist ja viel wichtiger, wenn er Zamasu, weil auch Zamasu heißt, richtig gut wäre, sodass er mit dem neuen Fusion Zamasu gut funktioniert. Es ist aber nicht so wichtig wie in dem Fall, ob Mai mit Vegetoblue funktioniert oder nicht. Weil Vegetoblue ist ein Superclass-Charakter, der hat 1000 andere Partner, das ist gar kein Problem. Ich finde das schade. Zum Beispiel bei den Dokkan-Fest-Tals auch. Wieso ist sein Intro-Sequenz beschränkt? Das hätte einfach permanent Support sein müssen.
Orange Piccolo auf sowohl Crit als auch Additional Attack. Beides. Er braucht auf jeden Fall beides Orange Piccolo. Was gab's denn als Fit? So, Ladies and Gentlemen, wir neigen uns dem Ende des. Ja, ihr seht's auch schon, ne? Eher entspannter für diejenigen, die das auf YouTube gucken. Ich bin halt heute heimgekommen von der Gamescom-Woche. Bin noch ein bisschen müde, erschöpft, deswegen. Entschuldigt, falls ihr das so nebenbei einfach rausklatscht, legitimately. Aber ist halt ein Event so für mich einfach so. Ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte es euch zeigen, dass es einfach auf dem Kanal ist. Und da die Zones einfach annehmen, so. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich hätte mir aber eher gewünscht, dass das Event so wie das vom letzten Jahr war. Ich fand das vom letzten Jahr echt geil. Mit diesen speziellen Bedingungen, Missionen und so fort. Am Anfang waren sehr viele skeptisch, unter anderem ich auch. Weil man dachte so, oh, man braucht die neuen Charaktere. Aber nee, es ging auch komplett ohne die neuen Charaktere. Ohne die summonable Charaktere, sondern auch mit den Free-to-Play-Metal-Cooler etc. Das sah noch so, da muss man sein Gehirn einschalten. Hier seht ihr es auch schon. Ich habe ein Team gebaut, auf das ich Bock hatte. Und ich mache das einfach nebenbei. So, das ist mein. Ja! Ja! Das wollte ich sehen. Ey, der Goku ist so Ichigo. Can you do some for me? Der Goku ist krass. Das ist einfach Ichigo ist das. Der ist geil. Dumm auch, dass der Zamasu nur fusioniert der Zamasu und nicht fusioniert der Zamasu Kurum. Ja. Ja, wirklich. Ja. Ja. Auch wenn man den Zamasu transformieren kann. Der ist aber nur 5 Runden dann in der transformierten Form, richtig? Da könnte man die zusammenspielen. Aber das ist auch so dumm, Alter. War auch, nein, nicht trotzdem. Also auch wenn der AG sein IC bekommt, wenn du halt Double Lead Fusion Zamasu spielst, wenn du den einen mit dem AG IC spielst und den anderen mit dem LR, perfekt, perfekt. Ne? Aber es wird halt wahrscheinlich dann folgendermaßen sein, passt auf, regt euch nicht allzu früh darüber auf, denn falls in der Zukunft jetzt logischerweise zu Partei ein Carnival Goku Black Rosé kommen sollte, dann spielt ihr halt, wenn ihr Double Fusion Zamasu spielt, beißt ihr den einen mit dem AGL IC oder mit irgendeinem anderen guten Charakter. Oh, der macht schon gut Damage jetzt hier, muss man schon aufpassen. Und zum Beispiel dann den Friend mit dem Goku Black Carnival oder so. Ne? Oh, da ist der Super Attack! Ich habe das gar nicht gesehen. Hey, warte mal, bin ich jetzt hier down? Jetzt hier habe ich das mit nebenbei. Was ich noch sagen wollte ist, ich teile jetzt einfach ein paar Gedanken mit euch, weil ich habe mir noch nicht wirklich Standpunkt jetzt. Mich schlau machen können um die Charaktere. Oder mir ein Bild von ihnen machen können. Warte mal, bin ich down? Nee, der sollte das denken. Oh, die zweite, wenn es zweite wäre, wäre es besser. Ja, okay. Alles klar. Oh, ich hatte irgendeinen Gedanken. Ja? Ja, machen wir. Ich hatte noch irgendeinen Gedankengang, was ich mit euch teilen wollte. Ah, ihr könnt mich dann korrigieren, aber wie gesagt, ich habe noch kein Bild, Standpunkt jetzt, von den Charakteren gemacht. Ihr könnt mich dann korrigieren, aber ich meine, man wird man in Zukunft LF Fusion Zamasu primär im Double Lead spielen oder in einem anderen Team, also nur einen? Das weiß ich gar nicht, weil ich bin eigentlich. Aber es kann sich ändern, falls ich ihn ziehe, weil, wie gesagt, ich habe noch keinen Plan, was ich von den Charakteren halten soll. Deswegen nehmt das jetzt nicht so, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Sein Team, sein Leader, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Könnte aber sich sofort zu Partei ändern. Ich würde es halt geil finden. Klar, wie gesagt, man kann jeden Extreme-Class-Charakter da reinballern, ist halt nur 150%, ne? Ich glaube schon, dass ich meinen 100% LR Cooler trotzdem da reinballern kann und einfach rein raussortieren kann. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt mit Partei. Wenn zu Partei ein geisteskranker Goku Black, Carnival Goku Black kommt. Oh, mein Nicken! Hilfe, ich hab verloren! Zeig! Buraku lieber für 15 Monate aus, boah, alles fit. Oh. Thank you, Uchunomina. So ein cool, das ist so cool.
Das ist richtig cool. Piu. Let's go. Oh, es geht noch weiter. Der will es ja richtig wissen. Warte mal. Jetzt habe ich den Revive. Das heißt, die Gokus haben jetzt ihre komplette Passive. Die Kakarots. Guck mal, das ist, ich feiere das Team. Guck mal, ich sehe, wo die Superheiter kommt. Jetzt, wenn ich mich ein bisschen konzentriere, ich sehe, wo die Superheiter kommt. Ja, die kommt da ganz links. Weil, wie gesagt, ich sehe ja, wo sie kommt. Ha, 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 la, la, la. Spaß mit euch. Ja, da kann ich auch drauf gehen, eigentlich. Der Samus ist unsterblich, by the way. Vielen Dank. Vielen Dank, dass, ja, das habe ich, das ist, gut, dass ihr es gesagt habt. Das habe ich jetzt, ja. Musst du halt nichts ohne den anderen angreifen. Ich hätte es dann hier gemerkt spätestens. Okay. Gut, ja. Dann muss der Goku Black angreifen gleich. Kein Problem, machen wir. Kein Problem! Aber gut, nein, ist absichtlich. Nein, war es nicht. Aber guck mal, seht ihr seine Performance, selbst wenn ihr komplett Pass fahrt? Und ey, Hand aufs Herz, mit dem GT Boys ist der Revive zu triggern. Den Revive zu triggern ist einfach. Seinen eigenen Revive zu triggern ist schwierig. Aber von den GT-Boys, und die sind seinen 200% nieder, das ist Pipifax. Und dann, guck mal, der ist doch nicht mal aufgebaut. Und dann, guck mal, der hat gerade schon gut geleistet, finde ich. Für das, dass er tankt, also, er macht einen guten Schaden für das, dass er tankt. Er war nicht mal komplett aufgebaut. Aber das hat der Fred auch 100%, ne? Ja. Weil Samus so ohne eine Stacken, ja. Ey, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlechtes Event für Showcases zum Beispiel. Genau. Nee, der Goku muss nicht drauf gehen, dass er seine komplette Pässe bekommt. Sondern es kann auch irgendein anderer, irgendein Revive vom Team muss sich aktivieren. Und dann hast du folgende zusätzliche Pässe von dem Goku. Ich guck mal gleich nach. Könnte natürlich auch im Spiel schon, aber so geht's schneller. Und zwar bekommt er dann, wenn er sich irgendeiner revived, Attack in Def 150%, macht garantiert eine Edition Super Deck und hat einen Guard für den Rest des Kampfes dann. Das ist geistkrank. Also, das ist so ein guter Charakter, das ist unglaublich. Hab Vegetto bekommen, aber für Samus zu Chef. Schade, egal, falls doch für Samus so Puls, viel Glück auf jeden Fall. Sayo, danke ebenso. Ich habe bis jetzt nichts gezogen, Leute. Oh, ey, Rose ist schon tanky, aber kann das sein? Okay, Level 4 finde ich in Ordnung. Level 4 finde ich in Ordnung. Das war jetzt okay. Level 4 von dem Event hätte auch Stage 1 von 9 Redstone Events sein können. So, statt 17, 18. Würdet ihr mir da zustimmen? Komm, ja. Ja, vielleicht ein bisschen schwächer als 17, 18, oder? Oder was ist damit für ein Ja, okay, das hat, es ist ein Monster jetzt mittlerweile. Wie viel hatte der 6-6 und der kommt mit 7-7 zum Beispiel, dass ihr mal den Vergleich vor Augen habt. Und beide sind bei mir auf 55% jetzt hier. Nee, okay, geil. Wirklich im Endeffekt leider natürlich für die Tribüne noch nicht gezogen. Aber freut mich immer wieder, wenn ich Charaktere ziehe, die ich noch nicht hatte. Vor allem, wenn ich Charaktere ziehe, für die ich deep reingegangen bin. In dem Fall Goku und ich dann ziehe. Dann, guck mal, habe ich ihn sofort getestet, habe mir so mitmachen können. Das hat mich doch sehr gefreut. Chaoswalzer. Was? Ja. Ja, es hätte auch eine Red Zone Stage 1 sein können. Ja. Auf jeden Fall. Aber 100% Amigos. 9? Oh mein. Permaguard bis zu 3 Superdecks kann man, glaube ich, machen. Ne? Mindestens. Ja, okay, sehr effektiv ist jetzt nicht, weil es 2 Gegner sind. Aber Leute. Ich bitte euch. Was ist das für ein Char? Auf den gehst du durch Attack, ja. Guck mal, 7,2. Okay, der ist 100% egal. 7,2. Er macht hier gerade den Superdeck, weil wir den Rev aktiviert haben. Er hat Permaguard mit 900.000 Defense. 7,7. Der braucht... Leute, ja, danke schön. Er braucht nicht mal links. Der hat... Was hat er hier? Nur 4 Battle? 8,3. Also...
Nein, Mann, das erlaube ich mir nicht, wenn jemand sagt, der ist schlecht. 100% nicht. Ich finde den krass, den Charakter. Okay. Ey, der war nicht mal komplett aufgebaut! Hä, hey, warte mal, nein. Nee. Hä, hey, warte mal. Dein Ernst? Der war nicht komplett aufgebaut? Oder ist es irgendwas. Oder verplane ich gerade was? Nee. Der war nicht mal komplett aufgebaut, ne? Nein, auf dem Tag Goku gehst du nicht auf Crits. Du gehst auf Additional Tag, weil gegen einen Gegner macht er so oder so sehr effektiven Schaden. Den Rest kannst du aber auf Crit gehen dann. Das hat die, viel Super Attack. Wobei, ich sag's mal so. Also, er tut dir so oder so gut, Super Attacken. Das heißt, du kannst auch auf Crit gehen, safe. Aber, warum ich sag, du gehst auf Additional Attack, ist, weil er ist ja ein Tag-Charakter. Wenn du bei einem Tag-Charakter auf Crit gehst, dann hast du 20 Crit, 6 Additional Attack. Das ist zu viel Crit, weil er so oder so sehr effektiven Schaden macht. Wenn du aber auf Additional Attack gehst, Rest Crit, dann bist du bei 15 Additional Attack, 11 Crit, nur von den Dupes. Klar, kannst du auch Skill-Offs ein bisschen geben. Ich bin kein Fan davon, wenn man den Dodge gibt. Why? Der tankt doch, also keine Ahnung. Und außerdem braucht er Angriffe. Beziehungsweise man kann ihm Dodge geben, weil er baut ja auf, wenn er sein er hat auch noch einen zusätzlichen Aufbau, wenn er seinen Guard einfach aktiviert, ne? Und auch wenn er dann Dodge, aber halt sein Guard, dann bekommt er das trotzdem. Aber er braucht auch Attack Nef bis zu 10%, bis zu 100% pro Angriff, den er bekommt. Und ich gebe solchen Charakter. Wenn ihr wollt, ein bisschen Dodge vielleicht, wenn ihr Bock habt. Aber ich würde den nicht mit Dodge überschütten, weil ihr habt gerade gesehen, was er drauf hat. Klar, das ist jetzt. Aber Leute, 1 Million Defense mit Guards. Das juckt mich das, ob der Dodge oder nicht. Also der wird auf jeden Fall nicht Problem sein. So. Jedenfalls, weißt du, gehört so viel zu diesem neuen Event. Level 1 bis 4 mit dem neuen Kakarot durch. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.